Zweitens geistige Arbeit und Geistesarbeiter. Geistige Arbeit und Geistesarbeiter, durch diese Kennworte kann man die letzte Strecke des geschichtlichen Weges bezeichnen, auf welchem das moderne Arbeitsideal die gegenwärtige extreme Formulierung gefunden hat. Der Bezirk der geistigen Tätigkeit mochte bis dahin, besonders vom Standort des Handarbeiters aus gesehen, als ein bevorzugtes Revier erscheinen, in dem man nicht zu arbeiten braucht. Und im Inneren dieses Bezirkes war es vor allem die Provinz der philosophischen Bildung, die der Welt der Arbeit am weitesten entrückt zu sein schien. Dass nun dieser Bereich des geistigen Tuns insgesamt, die Provinz der philosophischen Bildung nicht ausgenommen, erobert wurde durch das Richtbild der Arbeit. Dass auch dieser Bezirk unter den ausschließlichen Anspruch der Arbeitswelt gestellt wurde, dies ist die jüngste Phase jenes Prozesses der Machtergreifung der imperialen Figur des Arbeiters. Und es sind die Begriffe geistige Arbeit und Geistesarbeiter sowie der ihnen innewohnende Geltungsanspruch, worin diese Machtergreifung sich besonders deutlich und herausfordernd manifestiert. In dieser letzten Wegstrecke aber fasst sich der Sinn des ganzen geschichtlichen Vorganges noch einmal zusammen, wie in einer Formel von äußerster Knappheit und Präzision. Man bekommt also die eigentliche Meinung des Richtbildes der totalen Arbeitswelt überhaupt zu Gesicht und in den Begriff, wenn man es unternimmt, die innere Bauform des Begriffs geistige Arbeit nachzuvollziehen. Der Begriff geistige Arbeit hat mehrere geschichtliche Herkünfte, von denen her er aufschließbar ist. Es liegt ihm erstens eine bestimmte Meinung zugrunde darüber, wie das geistige Erkennen des Menschen sich vollziehe. Was geschieht, wenn unser Auge eine Rose erblickt? Was tun wir selber dabei? Unsere Seele verhält sich, indem wir dieses Gebilde in seiner Farbe und in seiner Form gewahren, aufnehmend, hinnehmend, empfangend. Wir sind wach und tätig, gewiss, aber es ist ein unangespanntes Hinblicken, sofern es sich wirklich um eigentliches Anschauen handelt und nicht etwa um Beobachtung, die schon dabei ist, zu messen und zu zählen. Beobachtung ist angespannte Aktivität, auf sie ist der Satz Ernst Jüngers gemeint, Sehen sei ein Angriffsakt. Anschauung, Anschauen, Schauen aber, das ist das sich öffnen des Auges zum empfangenen Hinblicken auf die sich darbietenden Dinge, die in uns eingehen, ohne dass es dazu der besitzergreifenden Anstrengung des Sehenden bedürfte. Es gibt kaum Streit darüber, dass sich auf solche oder ähnliche Weise das Sehen mit den leibhaftigen Augen vollzieht. Wie aber ist es beim geistigen Erkennen? Gibt es, wenn der Mensch unanschauliche, unsinnliche Sachverhalte gewahrt, auch so etwas wie ein rein empfangendes Hinblicken? In der Terminologie des Faches gibt es intellektuelle Anschauung? Auf diese Frage haben die Alten mit Ja geantwortet, während die neuere Philosophie zu antworten pflegt Nein. Für Kant etwa ist das geistige Erkennen des Menschen ausschließlich diskursiv, das heißt nicht anschauend. Der Verstand vermag nichts anzuschauen. Man hat diese These kürzlich als eine in der folgenschwersten dogmatischen Voraussetzungen der kantischen Erkenntnistheorie bezeichnet. Nach der Meinung Kants also verwirklicht sich menschliches Erkennen wesentlich in den Akten des Untersuchens, des Verknüpfens, des Vergleichens, des Unterscheidens, des Abstrahierens, des Schlussfolgerns, des Beweisens. Lauter Formen und Weisen der aktiven denkerischen Anspannung. Erkennen, geistiges Erkennen des Menschen sei, dies ist die kantische These, ausschließlich Aktivität, nichts als Aktivität. Von solchem Fundament aus musste Kant, das kann nicht verwunderlich sein, dahin gelangen, das Erkennen und auch das Philosophieren, gerade das Philosophieren, da es sich am weitesten vom sinnlichen Wahrnehmen entfernt, als Arbeit zu verstehen. Und er hat das auch ausdrücklich gesagt, zum Beispiel in einem 1796 erschienenen Aufsatz, der gegen die romantische Schauungs- und Ahnungsphilosophie der Jacobi, Schlosser und Stuhlberg gerichtet ist. In der Philosophie, so heißt es da, gelte das Gesetz der Vernunft, durch Arbeit sich einen Besitz zu erwerben. Und weil sie nicht Arbeit sei, darum sei die Philosophie der Romantiker keine echte Philosophie. Ein Vorwurf, der in etwa sogar Platon selber zu machen sei, dem Vater aller Schwärmerei mit der Philosophie, während mit Zustimmung und Anerkennung vermerkt wird, die Philosophie des Aristoteles ist dagegen Arbeit. Auch solcher Meinung, in der Philosophie des Arbeitens überhoben zu sein,
rühre auch der neuerdings erhobene vornehme Ton in der Philosophie her. Eine falsche Philosophie, bei der man nicht arbeiten, sondern nur das Orakel in sich selbst anhören und genießen darf, um die ganze Weisheit, auf die es mit der Philosophie abgesehen ist, von Grunde aus in seinen Besitz zu bringen. Diese Pseudophilosophie glaube vornehm herabsehen zu dürfen auf die Arbeitsanstrengung des wahren Philosophen. Die alte Philosophie, obwohl selbstverständlich weit davon entfernt, etwa den zu rechtfertigen, der es sich auf genialische Weise leicht macht, hat in dieser Sache anders gedacht. Sowohl die Griechen und Aristoteles nicht minder denn Platon, wie auch die großen mittelalterlichen Denker sind der Meinung gewesen, es gebe nicht allein in der Sinneswahrnehmung, sondern auch im geistigen Erkennen des Menschen ein Element rein empfangenden Hinblickens oder, wie Heraklit sagt, des Hinhorchens auf das Wesen der Dinge. Das Mittelalter unterscheidet zwischen der Vernunft als Ratio und der Vernunft als Intellectus. Ratio, das ist die Kraft des diskursiven Denkens, des Suchens und Untersuchens, des Abstrahierens, des Präzisierens, des Schlussfolgerns und Beweisens. Intellectus aber ist der Name der Vernunft, sofern sie das Vermögen des Simplex Intuitus ist, des einfachen Schaublicks, dem das Wahre sich darbietet, wie dem Auge die Landschaft. Die geistige Erkenntniskraft des Menschen nun, so haben die Alten es verstanden, sei beides in einem, Ratio und Intellectus. Und menschliches Erkennen sei ein Zusammenwirken von beiden. Der Weg des diskursiven Denkens sei begleitet und durchwirkt von mühelos gewahrenem Schaublick des Intellectus, der ein nicht aktives, sondern passives oder vielmehr rezeptives, ein tätig empfangendes Vermögen der Seele sei. Dies allerdings muss hinzugefügt werden, die Alten, auch sie, haben in der aktiven Anstrengung des Diskursiven das eigentlich Menschliche des menschlichen Erkennens gesehen. Unterscheidend menschlich sei die Ratio, der Intellectus aber liege schon über das dem Menschen eigentlich Zugemessene hinaus. Freilich dieses Übermenschliche gehöre dennoch zum Menschen dazu. Das eigentlich Menschliche allein vermöge die Fassungskraft der menschlichen Natur nicht zu füllen. Es sei dem Menschen wesentlich, dass er hinauslange über den Bereich des Menschlichen in die Ordnung der Engel der reinen Geistwesen. Obgleich das Erkennen der menschlichen Seele eigentlichst auf die Weise der Ratio geschieht, es ist dennoch in ihm eine Art Teilhabe an jener einfachen Erkenntnis, welche sich in den höheren Wesen findet, von denen daher gesagt wird, dass sie die Kraft geistiger Schauung haben. So heißt es in den Questiones Disputate de Veritate des Thomas von Aquin. Dieser Satz besagt, es finde sich im menschlichen Erkennen eine Teilhabe an der nicht diskursiven Schaukraft der Engel, denen es gegeben ist, das Geistige so zu gewahren, wie unser Auge das Licht wahrnimmt und unser Ohr den Laut. Es gibt im menschlichen Erkennen das Element des nicht aktiven, des rein empfangenden Hinblickens, freilich nicht Kraft des eigentlich Menschlichen, sondern Kraft einer Übersteigerung des Menschlichen, die aber just die höchste menschliche Möglichkeit erfüllt und also doch wieder eigentlich menschlich ist, wie, nach des gleichen Thomas Wort, die Vita Contemplativa, wiewohl die erhabenste Weise menschlichen Daseins, nun propria humana, sed superhumana, nicht eigentlich menschlich, sondern übermenschlich ist. Auch die alte Philosophie also würde im Arbeitscharakter des Erkennens gerade das Menschliche daran beim Namen genannt finden. Denn das Wirken der Ratio, das diskursive Denken ist Arbeit, ist angestrengte Aktivität. Der einfache Schaublick des Intellectus aber, Anschauen ist nicht Arbeit. Und wer mit den Alten das geistige Erkennen des Menschen als ein Ineinanderwirken von Ratio und Intellectus versteht, wer im diskursiven Denken das Element der intellektuellen Anschauung, ja vor allem in dem auf das Seiende im Ganzen gerichteten Akt des Philosophierens, das Element der Kontemplation erkennt und akzeptiert, der wird finden müssen, dass die Kennzeichnung des Erkennens und des Philosophierens als Arbeit nicht nur nicht erschöpfend ist, sondern den Kern der Sache nicht trifft, dass in solcher Kennzeichnung etwas Wesentliches ausgelassen ist. Gewiss ist Erkennen überhaupt und philosophisches Erkennen im Besonderen ohne die angestrengte Aktivität des diskursiven Denkens, ohne den Labor Improbus,
der geistigen Arbeit nicht möglich, dennoch ist darin etwas und etwas Wesentliches, das nicht Arbeit ist. Der Satz, Erkennen sei Arbeit, weil Erkennen Aktivität sei, nichts als Aktivität, dieser Satz hat zwei Gesichter. Er enthält einen Anspruch an den Menschen und einen Anspruch des Menschen. Wenn du etwas erkennen willst, so musst du arbeiten. In der Philosophie gilt das Gesetz der Vernunft, durch Arbeit sich einen Besitz zu erwerben. Das ist der Anspruch an den Menschen. Und das andere, verborgene, dem ersten Blick nicht sogleich kenntliche Gesicht jenes Satzes, der darin enthaltene Anspruch des Menschen, wenn Erkennen Arbeit ist, ausschließlich Arbeit, dann erringt also der Erkennende, indem er erkennt, die Frucht seiner selbsteigenen, subjektiven Aktivität und nichts sonst. Es ist also in der Erkenntnis nichts, was nicht der eigenmenschlichen Anstrengung verdankt wäre. Es ist nichts Empfangenes darin. Fassen wir zusammen. Es ist diese Meinung vom Wesen des menschlichen Erkennens, dass es nämlich ausschließlich im aktiv-diskursiven Wirken der Ratio sich vollziehe. Es ist diese Meinung, auf deren Boden der Begriff der geistigen Arbeit natürlicherweise eine ganz besondere Gewichtigkeit bekommen musste. Und wenn wir in das Antlitz des Arbeiters blicken, so ist es der Zug des Angestrengten und des Angespannten, der im Begriff der geistigen Arbeit noch eine weitere Verschärfung und eine sozusagen endgültige Bestätigung erfährt. Es ist der Zug der unbedingten Tätigkeit, von der Goethe sagt, sie mache zuletzt bankrott. Es ist der harte Zug des Nicht-Empfangen-Könnens, des Unvermögens, empfangen zu wollen. Es ist die Versteinerung des Herzens, das sich nichts widerfahren lassen will, wie sie in extremer Radikalität zu Wort gekommen ist, in dem furchtbaren Satze, jede Tat ist sinnvoll, selbst das Verbrechen, jede Passivität ist dagegen sinnlos. Es ist nun aber nicht so, dass diskursives Denken und intellektuelle Anschauung sich ausschließlich so zueinander verhielten, wie Aktivität und Rezeptivität, wie tätige Anspannung und empfangendes Hinnehmen. Sie verhalten sich zueinander auch wie Mühe und Beschwernis einerseits, Mühelosigkeit und unangestrengtes Haben andererseits. Mit dieser Entgegensetzung aber, Mühe und Mühelosigkeit, ist ein zweiter Ursprungsort genannt für die besondere Akzentuierung des Begriffs geistige Arbeit. Es wird hier zu reden sein von einer bestimmten Auffassung über das Kriterium von Wert und Unwert menschlichen Tuns überhaupt. Wenn Kant vom Philosophieren als von einer herkulischen Arbeit spricht, so ist dies nicht als bloße Kennzeichnung gemeint, sondern er sieht im Arbeitscharakter eine Legitimierung. Philosophieren erweise sich darin als echt, dass es eine herkulische Arbeit sei. Dass sie, wie Kant verächtlich sagt, nichts kostet, das vor allem ist es, was ihm die intellektuelle Anschauung so verdächtig macht. Er erwartet sich von der intellektuellen Anschauung deswegen keinen wirklichen Erkenntnisgewinn, weil es zur Natur des Anschauens gehört, mühelos zu sein. Wird aber auf solche Weise nicht die Meinung nahegerückt, mindestens das, es sei also die Erkenntnis Mühe, worin man die Gewähr der Erkenntnis Wahrheit besitze, das läge nicht so weit ab von jener Ethik, die in allem, was der Mensch aus natürlicher Hinneigung und das heißt ohne Mühe tut, eine Verfälschung wahrer Sittlichkeit erblickt. Es gehört ja nach kantischer Meinung zum Begriff des sittlichen Gesetzes, dass der natürliche Trieb ihm widerstreitet. Es gehört also zur Natur der Sache, dass das Gute schwer ist und dass die willentliche Anstrengung der Selbstbezwingung zu einem Maßstab des sittlich Guten wird. Das Schwerere ist das auf höhere Weise Gute. Das ironische Distichon Schillers trifft durchaus den schwachen Punkt dieser Position. Gerne dient ich den Freunden, doch tue ich es leider mit Neigung und so wurmt es mir oft, dass ich nicht tugendhaft bin. Die Mühe also ist das Gute. Diesen Gedanken hat schon der antike Kyniker Antisthenes formuliert, ein Gefährte des Platon im Kreise um Sokrates. Übrigens ist Antisthenes, wie hier nebenbei angemerkt sei, eine überraschend moderne Figur. Bei ihm findet sich die erste Formulierung des Richtbildes vom Arbeiter, oder vielmehr, er repräsentiert es selber. Nicht nur stammt von ihm der eben angeführte Satz von der Mühe, die das Gute sei, er ist es auch,
der das Vorbild des Herkules, des Vollbringers übermenschlicher Mühen, aufgerichtet hat. Ein Vorbild, das anscheinend bis in die neueste Zeit noch oder wieder eine gewisse Verbindlichkeit besitzt. Über den Leitspruch des Erasmus von Rotterdam zu Kant, welcher ja der Arbeit des Philosophierens das heroische Beiwort herkulisch zuspricht, wie auch zu Carlyle, dem Propheten der Arbeitsreligion. Du musst wie Herkules dich mühen. Dieser kühne Antisthenes besitzt als autarker Moralist keinen Sinn für das Kultische, mit dem er vielmehr seinen aufklärerischen Spott treibt. Er ist amusisch, Dichtung interessiert ihn nur, insofern sie moralische Lehren vorträgt. Ihm fehlt die Antwortkraft für den Eros, die Aphrodite würde ich am liebsten erschlagen. Er hält als illusionsloser Realist nichts von der Unsterblichkeit, worauf es allein ankomme, das sei ein rechtschaffenes Leben auf dieser Erde. Ist es nicht, als seien die Züge dieses Bildes mit Bedacht zusammengefügt worden in der Absicht, ein abstraktes Modell des reinen Typus Arbeiter zu konstruieren? Die Mühe ist das Gute. Gegen diese Meinung hat Thomas von Aquin in der Summa Theologica die These gesetzt, das Wesen der Tugend liegt mehr im Guten als im Schweren. Nicht also muss alles, was schwerer ist, auch verdienstlicher sein, sondern es muss auf solche Weise schwerer sein, dass es zugleich auch auf höhere Weise gut ist. Das Mittelalter hat von der Tugend etwas gesagt, das uns Landsleuten Kants nur schwer eingeht. Sie setze uns in den Stand unserer natürlichen Neigung, Herr zu werden. Nein, so würde wahrscheinlich Kant formulieren, und uns allen liegt dieser Gedanke nahe. Nein, Thomas sagt, die Tugend vervollkommne uns dahin, unserer natürlichen Neigung zu folgen, freilich auf die rechte Weise. Ja, die höchsten Verwirklichungen des sittlich Guten seien dadurch gekennzeichnet, dass sie mühelos gelängen, weil es zu ihrem Wesen gehöre, aus der Liebe hervorzugehen. Aber selbst bis in den Begriff der Liebe hinein ist jene Überbewertung der Mühe und des Schweren noch wirksam. Wodurch etwa ist denn, nach der Meinung des durchschnittlichen Christenmenschen, die Feindesliebe eine so große Weise der Liebe? Nun, so wird man sagen, doch vor allem dadurch, dass in ihr die natürliche Neigung bis zu einem heroischen Grade niedergezwungen wird. Das ungewöhnlich Schwere, das fast Unmögliche in dieser Liebe, macht ihre Größe aus. Was aber, sagt Thomas, nicht das Schwere, das darin liegt, den Feind zu lieben, macht etwas aus für das Wesen des Verdienstlichen, es sei denn, sofern sich darin die Vollendung der Liebe erweist, die dieses Schwere besiegt. Wenn da die Liebe so vollkommen wäre, dass sie das Schwere ganz und gar aufhöbe, so wäre dies noch verdienstlicher. So auch gilt, nicht in der denkerischen Anstrengung liegt das Eigentliche der Erkenntnis, sondern darin, dass die seienden Dinge sich so zeigen, wie sie sind, dass die Wirklichkeit sich ihr offenbart. Und wie im Bereich des Guten gerade die größte Tugend nicht Schweres kennt, so wird auch die höchste Form des Erkennens, der blitzhafte geniale Einfall, die echte Kontemplation, dem Menschen zuteil wie ein Geschenk. Sie ist mühelos und ohne Beschwer. Thomas nennt einmal Kontemplation und Spiel in einem Atem. Wegen der Muße der Kontemplation sage die Schrift von der göttlichen Weisheit selbst, sie sei spielend alle Zeit, spielend durch den Erdkreis hin. Sprüche 8,30. Gewiss mag solcher höchsten Verwirklichung von Erkenntnis eine äußerste Denkanstrengung voraufgegangen sein. Vielleicht muss sie sogar voraufgegangen sein, es sei denn, jene Erkenntnis wäre Gnade im strengen Sinne. Jedenfalls aber ist dann die Anstrengung nicht Ursache, sondern Bedingung. Und auch die heilige Mühelosigkeit des Wirkens aus der Liebe mag an die Voraussetzung heroischer sittlicher Willensanstrengung gebunden sein. Das Entscheidende aber bleibt. Tugend bedeutet wesentlich Verwirklichung des Guten. Sie mag sittliche Anstrengung voraussetzen, aber sie erschöpft sich nicht darin, sittliche Anstrengung zu sein. Und erkennen bedeutet, dass die Wirklichkeit der seienden Dinge erreicht wird. Erkenntnis erschöpft sich nicht darin, Denkmühsal geistiger Arbeit zu sein. Auch dieser Aspekt des Begriffs der geistigen Arbeit, die Überbewertung des Schweren als Schweren, stellt sich dar als die Verschärfung und Bestätigung
eines bestimmten Zuges im Antlitz des Arbeiters. Es ist der maskenhaft starre Zug beziehungsloser Schmerzbereitschaft. Die Beziehungslosigkeit dieser Schmerzbereitschaft ist das Entscheidende und Unterscheidende. Hierdurch, dass nicht gefragt wird nach dem Wofür, unterscheidet sich solche Schmerzbereitschaft, worin man den letzten Sinn aller Disziplin hat sehen wollen. Radikal von der christlich verstandenen Opferbereitschaft, die nicht den Schmerz als solchen meint, nicht die Mühsal als Mühsal und nicht das Schwere als Schweres, sondern die höhere Unversehrtheit, das Heil, die Fülle des Seins und damit zuletzt die Fülle der Glückseligkeit. Ziel und Norm der Zucht ist die Glückseligkeit. Die innerste Meinung aber jener Überbewertung der Mühe, dieses Misstrauens gegenüber allem, was mühelos ist, dieses Willens, nur das selbst errungene guten Gewissens als Eigentum zu besitzen, die innerste Meinung von alledem scheint zu sein, dass man sich nichts schenken lassen will. Ich will nichts geschenkt haben, von niemandem, auch nicht von Gott. Man braucht nur einen Augenblick zu bedenken, wie sehr christliches Lebensverständnis darauf beruht, dass es Gnade gibt, dass der heilige Gottesgeist im besonderen Sinne selbst Geschenk genannt wird, dass die großen Lehrer der Christenheit sagen, die Gerechtigkeit Gottes habe seine Liebe zur Voraussetzung. Allem Errungenen also, allem Beanspruchbaren liege ein geschenktes, ein ungeschuldetes und unverdienbares, ein nicht errungenes voraus. Das Erste sei stets ein empfangenes. Und schon ist klar, welch ein Abgrund jene Haltung von den Überlieferungen des christlichen Abendlandes trennt. Wir haben gefragt nach den Herkünften des Begriffs der geistigen Arbeit und wir haben gefunden, erstens in der Meinung, menschliches Erkennen vollziehe sich ausschließlich auf die Weise diskursiver Aktivität und zweitens in der Behauptung, die Erkenntnismühe sei ein Kriterium der Wahrheit. Es ist aber noch von einem dritten Elemente zu sprechen, das noch entscheidender als die beiden ersten zu sein und sie in sich einzuschließen scheint. Das ist die Sozialvorstellung, die im Begriff der geistigen Arbeit steckt und erst recht natürlich in dem des Geistesarbeiters. Arbeit so verstanden besagt so viel wie soziale Funktion. Und geistige Arbeit also wäre geistige Tätigkeit, sofern sie soziale Dienstleistung ist, Beitrag zum gemeinen Nutzen. Aber nicht nur dies ist es, was die Begriffe geistige Arbeit und Geistesarbeiter meinen. Mit ausgesagt ist etwa das Folgende. Nicht allein der Lohnarbeiter, nicht nur der Handarbeiter, nicht allein der Proletarier, sondern auch der Gebildete, auch der Studierte sei Arbeiter, eben Geistesarbeiter, auch er sei eingespannt in das System der sozialen Arbeitsteilung, auch er sei an seine Funktionsstelle gebunden, auch er sei Funktionär in der totalen Arbeitswelt. Und noch etwas Schärferes scheint gesagt zu sein, dass es nämlich für niemanden, sei er Geistesarbeiter oder Handarbeiter, eine freie Zone geistiger Tätigkeit geben könne. Frei, das heißt nicht dem Soll, der dienenden Funktionserfüllung unterstellt. Hiermit nun rückt unsere Frage erst in die ganze Schärfe ihrer Problematik ein. Und jedermann weiß, wie sehr diese Problematik eine über das nur theoretische, drastisch hinausgreifende Bedeutung zu erlangen begonnen hat. Und doch ist das Soziale, insofern darunter das Verhältnis gesellschaftlicher Schichten und Gruppen zueinander verstanden wird, das Soziale ist nur der Vordergrund und auch von ihm wird noch zu sprechen sein. Die eigentliche Frage ist metaphysischer Art. Es ist die alte Frage nach dem Recht und Sinn der Artes Liberales, der freien Künste. Was aber sind freie Künste? In seinem Kommentar zur aristotelischen Metaphysik gibt Thomas von Aquin eine Begriffsbestimmung. Einzig jene Künste heißen frei, welche auf das Wissen hingeordnet sind, jene aber, welche hingeordnet sind, auf einen durch Tätigkeit zu erreichenden Nutzen heißen knechtliche Künste. Und 600 Jahre später, John Henry Newman, ich weiß wohl, Wissen kann für die Praxis fruchtbar gemacht werden, es kann aber auch zu dem Verstande zurückkehren, aus dem es hervorging, und Philosophie werden. In dem einen Falle heißt es Nützliches, in dem anderen Falle freies Wissen. Freie Künste also sind solche Weisen menschlichen Wirkens, die ihren Sinn in sich selber haben,
Knechtliche Künste sind solche, die einen außerhalb ihrer selbst gelegenen Zweck haben, einen Zweck näherhin, der in einem durch Praxis realisierbaren Nutzeffekt besteht. Die Freiheit der freien Künste liegt also darin, dass sie nicht verfügbar sind für Zwecke, dass sie sich nicht zu legitimieren brauchen aus der sozialen Funktion, nicht daraus, dass sie Arbeit sind. Mancher wird die Frage nach dem Recht und Sinn der freien Künste für etwas völlig Abgelegenes, ja für abgetan gehalten haben. Übersetzt man sie aber in die Sprache unserer Zeit, so lautet sie etwa folgendermaßen: Gibt es noch einen Bereich menschlichen Wirkens, ja menschlichen Daseins, der nicht dadurch seine Legitimierung besitzt, dass er in die Zweckmechanik eines Fünfjahresplanes eingespannt ist? Gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Die innere Richtung der Begriffe geistige Arbeit und Geistesarbeiter zielt auf die Antwort: Nein. Der Mensch ist wesentlich und mit seiner ganzen Existenz funktionär, auch in den höchstrangigen Formen seines Wirkens. Beziehen wir die Frage auf die Philosophie und die philosophische Bildung. Die Philosophie nämlich kann als die freieste unter den freien Künsten gelten. Wissen ist dann im wahrsten Sinne frei, wenn und soweit es philosophisches Wissen ist, sagt Newman. Die Philosophie ist auch in gewissem Sinne namengebend geworden. Die nach den Artis Liberalis benannte Artistenfakultät der mittelalterlichen Universität heißt heute Philosophische Fakultät. So ist für unsere Frage die Philosophie und ihre Geltung ein Indikator von ganz besonderem Rang. Denn darüber ist ja nicht groß zu streiten, ob und inwieweit die Naturwissenschaften, die medizinische Wissenschaft, die Rechtswissenschaft, die Wirtschaftswissenschaften ihren umschriebenen Platz haben im arbeitsteiligen Funktionszusammenhang des modernen Sozialkörpers und also auch unter den Begriff Arbeit in diesem sozialen Sinne zu bringen sind. Es gehört zur Natur der Einzelwissenschaften, dass sie beziehbar sind auf außerhalb ihrer selbst gelegene Zwecke. Es gibt allerdings auch die auf philosophische Weise betriebene Einzelwissenschaft, und für sie gelte dann unsere Frage in dem gleichen Sinne wie für die Philosophie selbst. Die auf philosophische Weise betriebene Einzelwissenschaft, das will doch wohl sagen, dass eine Wissenschaft, auf die im ursprünglichen Sinne akademische Weise betrieben werde, denn akademisch heißt philosophisch oder es heißt gar nichts. Es steht also, wenn von Ort und Recht der Philosophie die Rede ist, zugleich nicht mehr und nicht weniger zur Rede, denn Ort und Recht der Universität, der akademischen Bildung, ja der Bildung im echten Sinne überhaupt, in dem Sinne nämlich, in welchem sie sich von aller bloßen Berufsausbildung prinzipiell unterscheidet und prinzipiell über sie hinausgeht. Ausgebildet wird der Funktionär. Ausbildung ist dadurch bestimmt, dass er sich auf ein partielles und spezielles im Menschen richtet und zugleich auf einen Ausschnitt der Welt. Bildung geht auf das Ganze. Gebildet ist, wer weiß, wie es sich mit der Welt im Ganzen verhält. Bildung betrifft den ganzen Menschen, insofern er Capax Universi ist, sofern er das Allgesamt der seienden Dinge zu erfassen vermag. Und damit ist nichts gesagt gegen die Ausbildung, nichts gegen den Funktionär. Selbstverständlich ist beruflich spezialisierte Funktionsausübung die normale Gestalt menschlichen Wirkens. Das Normale ist Arbeit, der Alltag ist Werktag. Die Frage aber ist: Kann die Welt des Menschen sich darin erschöpfen, Arbeitswelt zu sein? Kann der Mensch darin aufgehen, Funktionär, Arbeiter zu sein? Kann menschliche Existenz sich darin erfüllen, dass sie ausschließlich werktägliche Existenz ist? Anders formuliert, rückübersetzt: Gibt es freie Künste? Die Programmatiker der totalen Arbeitswelt müssen antworten: Nein. In der Welt des Arbeiters gilt, wie Ernst Jünger es ausgesprochen hat, die Verneinung der freien Forschung. Im folgerecht konstruierten Arbeitsstaat kann es weder echte Philosophie geben, zu deren Wesen es gehört, nicht verfügbar zu sein für Zwecke und in diesem Sinne frei, noch kann es auf philosophische Weise betriebene Einzelwissenschaften, das heißt akademische Bildung, im ursprünglichen Sinne geben. Und es ist die Wortprägung Geistesarbeiter vor allem, worin sich diese Unmöglichkeit, wie in einer Abkürzungsformel proklamiert, und bestätigt findet.
weswegen es in so beängstigender Weise symptomatisch ist, dass sich der Sprachgebrauch und gar der akademische auf diese Rede vom Geistesarbeiter und vom Arbeiter der Stirn überhaupt eingelassen hat. Die Alten aber haben gesagt, es gebe rechtens auch unnützliche Wirkformen des Menschen, es gebe freie Künste. Es gibt nicht bloß Funktionärswissen, sondern es gibt auch das Wissen des Gentlemen. Mit dieser Formulierung hat John Henry Newman in seinen Universitätsreden den alten Terminus Artis Liberalis zu übersetzen unternommen. Es bedarf keines Wortes, dass nicht alles unnütz ist, was nicht unter den Begriff des Nutzens gebracht werden kann. Und so ist es keineswegs ohne Bedeutung für ein Volk und für die Verwirklichung seines Gemeinwohls, ob solchem Wirken, das nicht nützliche Arbeit im Sinne der Brauchbarkeit ist, Raum gegeben und Rang zuerkannt wird oder nicht. Ich habe, so sagt am 20. Oktober 1830 der Staatsminister Goethe zu Friedrich Soré, ich habe nie gefragt, wie nütze ich dem Ganzen, sondern ich habe immer nur dahin getrachtet, auszusprechen, was ich als gut und wahr erkannt hatte. Dieses hat freilich in einem großen Kreise genützt. Aber dies war nicht Zweck, sondern ganz notwendige Folge. Es gibt nach Hegels schönem Wort nicht nur den Nutzen, es gibt auch den Segen. Und in solchem Sinne versteht sich der mittelalterliche Satz, es sei notwendig zur Vollkommenheit der menschlichen Gemeinschaft, dass es Menschen gibt, die sich dem unnützlichen Leben der Beschauung hingeben. Wohlgemerkt, dies sei notwendig zur Vollkommenheit nicht etwa nur des Einzelnen, die sich der Vita Contemplativa widmen, sondern dies sei notwendig zur Vollendung, zur Vollkommenheit der menschlichen Gemeinschaft. Niemand, der in der Kategorie Geistesarbeiter denkt, könnte so etwas sagen.